In den USA passiert wirklich Erstaunliches und das hat Folgen sowohl für die Politik als auch wahrscheinlich für die Finanzmärkte, denn eins wird immer klarer und wird jetzt von Bloomberg berichtet, die Jobdaten der beiden Regierungen sind fake, sind viel zu hoch angesetzt, sind viel zu schön sozusagen, um wahr zu sein. Das liegt an dem sogenannten Birth Death Model, ein ohnehin umstrittenes Modell, das versucht irgendwie zu ermitteln, wie viele Firmen oder zu schätzen genauer gesagt, wie viele Firmen gegründet wurden und wie viele Firmen geschlossen wurden. Und aufgrund dieses Birth-Death-Models sehen die Zahlen viel besser aus, als sie faktisch sind. Und wir erinnern uns, der gute Jerome Powell von der Fed, der hat ja gesagt, also wenn der Arbeitsmarkt sich deutlich abkühlt, dann würden wir die Zinsen senken, selbst wenn die Inflation noch ein bisschen hoch wäre. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass gestern Präsident Biden verkündet hat, wir machen jetzt mal die Grenze zu Mexiko ein bisschen dichter, als wir es vorher gemacht haben. Also da tut sich was, da ist etwas in Bewegung und das wollen wir uns anschauen vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag ja kommen. Und da munkelt man an der Wall Street, oh, das könnte eine Horrorzahl werden, weil vielleicht das Bureau of Labor Statistics, das diese Daten erfasst, dann ein paar Revidierungen einbauen muss. Aber schauen wir erstmal auf die Gemengelage, die sehr, sehr spannend ist hier. Bloomberg hat hier mit diesem Report das für das Jahr 2023 die Jobzahl um 730.000 zu hoch angesetzt wurde. Man erwartet, dass für das Jahr 2024 dann die Jobzahl um und bei 1 Million zu hoch sein wird. Also das Ganze geht noch weiter. Und warum erwartet man das? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Nämlich, dass dieses sogenannte Birth-Death-Model schlichtweg die Zahl der neuen Stellen übertrieben hat. Und Anna Wong von Bloomberg sagt, ja, vergleichen wir das mal mit diesen Chapter 11 Bankruptcies, also mit den Insolvenzanmeldungen, wenn man so will, dann sieht man, dass diese Insolvenzen ja zuletzt deutlich gestiegen sind oder in den letzten Monaten deutlich gestiegen sind, das aber überhaupt nicht vorkommt in diesem Birth-Death-Model von der was von den Statistikern des Bureau of Labor Statistics angewendet wird. Also da haben wir eine gewisse Diskrepanz. Man hat schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen, dass relativ viele Firmen pleite gegangen sind. Warum hat man das nicht zur Kenntnis genommen? Weil man eigentlich ja überhaupt keine wirkliche Bemessungsgrundlage für dieses Birth-Death-Model hat, sondern es sind reine Schätzungen. Und diese Schätzungen orientieren sich offenkundig am BIP-Wachstum. Also man sagt, naja gut, die Wirtschaft stark gewachsen, dann dürften ungefähr so und so viele 1000 Firmen entstanden sein und nur so und so viel 1000 Firmen dann bankrott gegangen sein. Aber das trifft natürlich die Realität überhaupt nicht. Hier sehen wir mal, meine Damen und Herren, wie viel Prozent der Jobs überhaupt durch dieses Birth-Death-Model, durch dieses Geburtentod von Firmenmodell hier hinzugefügt wurden. Im letzten Jahr waren es fast 60%. Das heißt, mehr als jede zweite Stelle ist überhaupt durch dieses Birth-Death-Model erst hinzugefügt, wenn nicht gar erfunden worden. Das ist es in den letzten Jahren immer höher nach unten gegangen. Und wenn Sie mal gucken, wann dieses Birth-Death-Model sogar Jobs abgezogen hat, dann sehen wir 2008, 2009, also Rezession im Gefolge der Finanzkrise und 2020 Rezession im Gefolge der Corona-Lockdowns. Also wir sehen, man guckt da aufs BIP und sagt, Pi mal Daumen, Wirtschaft gewachsen, also fügen wir mal so und so viele Stellen hinzu. Oder Wirtschaft geschrumpft, dann ziehen wir mal so und so viele Stellen ab. Hat mit der Realität aber relativ wenig zu tun. Und das Ganze fliegt jetzt ein Stück weit auf. Und bums, hier sehen wir Biden plötzlich mit der Order, dass die Südgrenze drastisch stärker bewacht werden soll auf einmal. Vorher war das offenkundig kein Problem so richtig. Man schätzte bei Standard & Chartered, dass etwa die Hälfte der neuen Jobs überhaupt durch solche Migranten, die über die Grenze von Mexiko kamen, überhaupt entstanden sind. Also es sind Jobs für Migranten. Hier sehen wir, dass im Grunde seit Corona Jobs für Born Americans, also für in den USA geborene, im Grunde abgenommen haben sogar, während eben die Zahl für einreisende Migranten nach oben gegangen ist. Ist das politische Absicht, kann man sich fragen, denn diese Migranten haben in einer Zeit, wo Arbeitskräftemangel herrschte, natürlich diese Arbeitskräfte befüllt, haben gleichzeitig die Löhne gedrückt. Paul hat relativ klar gesagt, ja, das ist doch gar kein so schlechter Faktor, wenn eben diese Migranten die Löhne
ein bisschen drücken, weil die sind bereit für anderes Geld zu arbeiten. Also das wird jetzt ein politisch sehr interessantes Ding, denn einer der Punkte, die man Biden ja vorwirft, ist diese Migrationspolitik. Hier versucht er also jetzt dieser Kritik ein bisschen entgegenzukommen und die Dinge sozusagen gegen Trump anzugehen. Wir hatten ja gestern gesehen, dass die Job Openings so tief sind wie seit 2021 nicht mehr, und vielleicht sagt sich Biden, naja, jetzt haben wir hier noch Migranten, wenn jetzt die Jobs seltener werden, dann ist es vielleicht doch klüger, dass geborene Amerikaner diese Jobs bekommen. Insgesamt hätten wir jetzt 27 Monate in Folge eine Arbeitslosigkeit unter 4%. Das ist die längste Strecke seit 1967. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja schon echte Wunder, die hier passieren, muss man sagen. Also da gab es nun mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine längere Strecke von 35 Monaten. Aber irgendwie fühlt sich das anders an. Wir sehen hier mal City Economic Surprise Index oder auch Bloomberg Economic Surprise Index. Der ist noch ausgebombter. In dieser Umfrage, die gestern veröffentlicht wurde, hieß es ja, fast zwei Drittel der Amerikaner sagen, sie haben finanzielle Probleme und wissen teilweise nicht, wie sie manche Sachen bezahlen sollen. Dann hier dieses Schild in den USA, was ich genial finde, da heißt es, ich werde immer stärker, je älter ich werde. Ich kann jetzt mit einer Hand Lebensmittelkäufe von $100 heben. Das zeigt eben, wie die Preise maßgeblich gestiegen sind und die Leute wirklich die Schnauze voll haben von dieser Inflation. Und diese schwachen Daten, die haben dazu geführt, dass dann die Renditen hier fallen sind und an den Märkten jätet um der Renditen. Also der Rendite ist das Entscheidende. Geld wird billiger. Warum ist das so? Weil die Anleihenmärkte sagen, da könnte eine Rezession kommen. Also eben nicht dieses Soft-Landing-Szenario, das die Märkte sich ausgemalt haben. Wir sehen die zweijährige Rendite. Bums ist jetzt allerdings am unteren Bollinger Band. Also würde nicht wundern, wenn da mal ein Zurückschnapper kommt. Die Fed-Märkte oder die Swap-Märkte preisen jetzt ein, dass also spätestens im November die ganze Geschichte mit einer Zinssenkung sicher sein wird. Also da ist man fest überzeugt, also spätestens im November wird diese Zinssenkung passieren. Schauen wir uns mal an heute die Daten, die werden dann auch sehr wichtig, nämlich der ISM, Einkaufsmanager-Index um 16 Uhr. Hier besonders auf die Preise achten. Zuletzt im letzten Monat ist sogar der Service-Sektor in den USA geschrumpft mit 49,4, alles unter 50 Schrumpfung. Und das ist erstaunlich, weil eben dieser Service-Sektor ja der Treiber war für die Wirtschaft, auch der Treiber für die Inflation. Heute erwartet man mit 51,0, also wieder etwas Wachstum. Wichtig auch die Preiskomponente, zuletzt ziemlich heiß mit 59,2, und wichtig auch 14,15 dann der ADP-Beschäftigungs- oder die ADP-Zahlen zu den neuen Stellen, so eine Art Vorausschau auf das, was kommen könnte am Freitag mit den Non-Farm Payrolls. Wir haben ja jetzt auch schwache ISM-Manufacturing-Daten gesehen. Also Gewerbe-Einkaufsmanager-Index war wieder unter 50. Wir haben jetzt von den letzten 19 Monaten sind wir 18 Mal unter 50 gewesen. Also von den letzten 19 Monaten ist die Industrie in den USA 18 Mal geschrumpft, muss man sich vorstellen. Gab es zuletzt in der Depression nach der geplatzten Dotcom-Blase 2000 bis 2002. Und hier sehen wir das, was David Rosenberg sagt. Ja, obwohl jetzt sozusagen die Renditen fallen, sind die Aktienmärkte jetzt nicht zwingend euphorisch, weil sie jetzt eben langsam verstehen, dass eben die Wirtschaft deutlich abkühlt und das vielleicht eben keine so gute Nachricht ist, weil das eben Druck auf die Gewinne ausüben wird. Wir sehen, Dow und S&P haben es noch ins Plus geschafft, dann gestern wieder die übliche Abendrampe, die wir zuletzt immer wieder gesehen haben. Die letzten drei Tage ging es abends dann nach oben. Die Small Caps allerdings mit einem Verlust von fast 1,5%. Hier mal die Wahrscheinlichkeit unten in dieser Grafik, wann die Zinsen sinken, und man geht jetzt also mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit davon aus, über 55%, dass die Fed die Zinsen im September senkt, ist aber eben nicht so sicher wie im November, wie diese Grafik hier vorhin gezeigt hat, sogar eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass bis dahin die Zinsen zweimal gesenkt wurden. Und
Irgendwie fühlt sich das ja ein bisschen seltsam an, diese Hosse, die ja von ganz wenigen Aktien getragen wird und so heißt das bei der Bank of America. Also dieser extrem schlechte Breadth, also diese wirklich geringe Marktbreite, die war zuletzt nur 1998 und 2007 zu beobachten, kurz bevor es dann ein bisschen was ungemütlicher wurde. Wir sehen ja auch, dass zyklische Werte, die also konjunktursensitiv sind, die sind schlechter oder underperformen den S&P 500. Das gilt für Small Caps, für Transportwerte, Hotels, Autoretailers, Retailer insgesamt, Restaurants, Airlines und so weiter und so fort. Und hier sehen wir mal auch die Zykliker in Relation zu defensiven Aktien, also konjunktursensitive Aktien in Relation zu defensiven, nicht konjunktursensitiven Aktien. Da sind wir oben in diesem Chart gerade am Beginn zu korrigieren, während eben der Economic Surprise Index von Bloomberg geradezu abgestürzt ist. Gestern die Zinssenkungserwartungen deutlich gestiegen, sehen wir in der unteren Grafik. Und erstaunlich ist ja, normalerweise steigen die Small Caps im Russell 2000, wenn die Renditen fallen, das Geld also billiger wird, weil diese Firmen sind ziemlich verschuldet. Also sagt man sich, wow, wenn das Geld billiger wird, dann ist das gut für diese Firmen. Aber wir haben gesehen, der Russell 2000 gestern 1,5% im Minus. Und wir haben jetzt das Verhältnis zwischen kleineren Aktien aus dem Russell 2000 zu großen Aktien, also Russell zu S&P 500, so tief wie seit 2000 nicht mehr. Hier sehen wir, dass normalerweise das schon relativ parallel läuft, nämlich Renditen und der Russell 2000. IWM ist das ETF für den Russell 2000. Wir sehen aber, der Russell entwickelt sich deutlich schlechter. Und das ist eine Erklärung dafür, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass in Relation die Junk Bond Spreads in Relation zu den Renditen für Staatsanleihen nach oben gehen. Das heißt, auch die Junkbonds, die Märkte, die sozusagen besonders für Risiko anfällig sind, denn bonitätsschwache Unternehmensanleihen, und das sind diese Junkbonds, die bekommen Probleme, wenn die Konjunktur ein Problem hat, weil dann schwache Firmen eben als erstes über den Jordan gehen und diese Anleihen, die man emittiert hat, nicht mehr zurückzahlen wird können. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 4,33%, und wir sehen wieder ziemlich schwache oder eine sehr schwache Performance wieder gestern bei den Regionalbanken. Regional Bank Run 3.2 heißt es hier. Science Bank, wie sie alle heißen, Western Alliance, First Horizon und so weiter und so fort. Rechts sehen wir mal den KRE, also das maßgebliche ETF auf die Regionalbanken, ist jetzt unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen. Aber wir haben ja Nvidia, meine Damen und Herren. Was brauchen wir? Wirtschaft. Wir haben doch KI. Vielleicht kann uns die KI dann eine Art Wirtschaft simulieren. Das wäre doch auch mal eine gute Idee. Hier sehen wir Nvidia im Vergleich zu den anderen großen Tech-Aktien. Das übersteigt alles, was man bisher gesehen hat. Und wir sehen dann solche Headlines wie Shortseller Risk Extinction, also die riskieren ihre eigene Vernichtung, as Equity Rally Roars On. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Oktober 2023, also kurz vor dem Wendepunkt der Märkte von unten nach oben, als die Stimmung an den Märkten miserabel war, hieß es ja, jetzt alle bitte rein und shorten. Jetzt hier, oh, die Shorties werden vernichtet, kann ich euch ganz klar versichern. Das sind solche Headlines, wie Jim Bianco zeigt, die nicht unbedingt am Tiefpunkt der Märkte entstehen, sondern eher an Tops. Aber gut, interessant jetzt, dass BlackRock und Citadel der Wall Street Konkurrenz machen wollen, der New Yorker Börse, also, und in Texas hier eine Börse etablieren wollen. Texas ja doch ein Stück weit aufstrebend, weil immer mehr Firmen sich dort ansiedeln. Wenn wir nochmal zum S&P 500 kommen, sind wir jetzt an einer Widerstandslinie, bilden oben eine negative Divergenz. Die Frage ist, kommen wir noch zur höheren Trendkanalbegrenzung, sie oder no, das werden wir sehen. Unten sehen wir, dass wir auf 60-Minuten-Basis im S&P 500 jetzt ein Gap-Fill hatten, also das Gap gefüllt hatten. Und heute, 15:45 wird interessant, die Bank of Canada, denn
Die könnte als erster der G7 Notenbanken die Zinsen senken, nachdem auch in Kanada die Inflation nach unten gekommen ist und wir vor allem eine immense Hausblase dort haben. Hier sehen Sie rechts mal, wie die Preise gestiegen sind. Dagegen ist Großbritannien, USA gar nichts. Und jetzt sehen wir, dass die Preise eben deutlich fallen, dass immer mehr Kanadier echte Probleme bekommen mit diesen Zinsen. Und jetzt versucht man zu lockern. Das wird wichtig heute auch zu beobachten sein. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Lagarde, morgen ja mit Zinssenkung. Problem der EZB ähnelt aber immer mehr dem der Fed. Was damit gemeint ist und warum Sie diesen Artikel besser gleich weiterempfehlen, lesen Sie eben auch in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Artikelempfehlung. Ja, wird das jetzt gut für die europäischen Aktienmärkte, wenn die EZB die Zinsen senkt, früher als die Fed, denn dass die noch im Juni senkt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Die Alarmglocken läuten, eilte die EZB zur Rettung. Ein Ausblick auf das, was heute sehr, sehr wichtig ist. Alles drei sehr gerne weiterempfehlen. Heute Abend ein Markeflüster, morgen früh, morgen Vormittag dann nochmal ein Videoausblick. Aber dann für den Rest der Woche bin ich off, allerdings beruflich unterwegs. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.